Liebe Freunde, wenn Sie meinen, bei der nächsten Bundestagswahl wird sich einiges ändern, dann werden Sie sich wahrscheinlich ganz gewaltig täuschen. Es wird noch viel, viel schlimmer werden. Dann wird zwar die Ampel weg sein, jedenfalls die FDP, die kommt nicht mehr rein. Die SPD wird deutlich schrumpfen, aber die grünen Jünger, die werden bleiben in der Größenordnung 10-15% oder 10-13%. Und was das dann bedeutet, Sie wollen mehr wissen, gleich geht's los. Ja, liebe Freunde, wir wissen ja, dass die CDU schwarz angestrichene Grüne sind und dass die CDU sogar noch viel, viel linker als die SPD ist und dass unser Freund Merz, den ich immer scherzhaft Merzel nenne, dass sein Herz grün schlägt, links schlägt. Mein schlägt zwar auch links, ist aber nicht links. Und unser Freund sondiert jetzt schon, ich blende ihn mal das hier ein, der sondiert jetzt schon mit unserem Freund Habeck eine eventuelle Koalition nach der Wahl 2025. Hier steht's. Haben Merz und Habeck schon einen Geheimdeal geschlossen. Davon ist mal ganz schwer auszugehen. Bevor wir auf den Text hier weiter eingehen, schauen wir uns mal die aktuellen Wahlumfragen an. Gucken Sie mal. Mit dem Stand jetzt von Mitte Juli hat die CDU-CSU 32% und die Grünen haben 13%. Das macht zusammen 45%. Dann bleibt für die restliche Opposition hier noch 14% für die Sozen, 17% für die AfD, macht zusammen 31% und eventuell noch 7% Wagenknecht-Partei, macht 38%. Das heißt, CDU, CSU und die Grünen hätten dann eine ausreichende, komfortable Mehrheit. CDU könnte natürlich auch wieder zu einer großen Koalition mit der SPD zurückkommen. Das würde ich auch hassen ohne Ende. CDU und SPD, die haben uns ja schließlich nun seit, wann war die SPD wieder drin? Ja, seit 2013, nicht? War die Wahl. Haben sie uns ja auch schon weitestgehend vorbereitet, in den Abgrund zu sausen. Aber CDU und Grüne, das sind ja im Prinzip im Geiste zwei verwandte Parteien. Wo ist denn da der Unterschied? Kennen Sie einen? Ich kenne keinen. Die CDU ist genauso wirr wie die Grünen und glauben an den vom Menschen gemachten Klimawandel, was natürlich Blödsinn ist. Ich will es nicht dauernd wiederholen, aber in zwei Nebensätzen will ich es nochmal sagen. Von den weltweiten CO2-Emissionen macht die Menschheit 3% aus. 97% sind natürlich. Und von diesen 3% ist ein 50stel, also 2%, aus Deutschland. Das heißt, es sind 0,016% kommen aus unserem Land. Das ist völlig belanglos. Wir sind schon klimaneutral, weil wir... Es ist Wurst. Und wenn wir hier irgendwo CO2 einsparen, zum Beispiel weniger Öl und Gas verbrennen, meinen Sie, das Öl oder Gas bleibt in der Erde? Das wird dann billiger, weil wir nicht mehr als Nachfrage da sind, woanders hin verkauft. Aber gut, soweit will ich hier gar nicht ausholen. Aber die politische Nähe von CDU und den Grünen, die ist so groß, dass ich Ihnen garantiere, dass bei der nächsten Bundestagswahl eine rot-grüne oder eine schwarz-grüne, nicht rot. CDU ist für mich schon rot, deswegen... Also eine schwarz-grüne Koalition kommt und dann Gnade uns Gott, das wird noch schlimmer als die jetzige Ampel. Und wenn wir mal gucken hier auf die Bild-Zeitung, schauen Sie mal, haben Merz und Habeck schon einen Geheimdeal geschlossen, ne? Und jetzt gehen wir mal in den Text. Die Ampel im Sturzflug, das politische Berlin tuschelt, das wird immer lauter, wie es nach der nächsten Bundestagswahl weitergeht. Wenn die Ampel noch bis 2025 halten sollte, aber das ist ja im Prinzip nur noch ein Jährchen. Und solange werden sie noch so viel Geld abgreifen als Minister und Abgeordnete, wie es irgendwie geht. Im Gespräch ein Bündnis zwischen CDU, CSU und den Grünen. CDU-Chef Friedrich Merz ist seit einigen Monaten auffällig freundlich zu den Spitzengrünen. Er trifft sich immer mehr mit ihnen. Ja, Merz ist auch ein ganz Linker. Der sollte lieber zu den Grünen gehen, da wäre er besser aufgehoben. Und jetzt kommt eben die entscheidende Aussage. Jetzt lassen Aussagen von Wirtschaftsminister Robert Habeck, Grüne, 54 Jahre zusätzlich aufhorchen. Während einer Diskussionsrunde des Bonner Generalanzeigers zu Wochenbeginn erklärte Habeck, er rechne damit, dass es nach der nächsten Bundestagswahl ein milliardenschweres Sondervermögen für Klimaschutz geben wird. Zusammen mit den Sozis wird er das sicherlich nicht hinkriegen. Die werden das sagen, nein, wollen wir nicht. Aber weiter im Text, was jetzt nicht möglich ist, wird mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit nach der Bundestagswahl schneller möglich sein, als wir bis drei zählen können. Liebe Freunde,
daher weht der Wind. Denn die CDU macht den ganzen Klima-Irrsinn mit und ist auch klimagläubig, noch viel, viel schlimmer als die SPD. Und wenn Habeck so eine Aussage bringt, dann hat er sich wahrscheinlich mit Merz schon in irgendeiner Art und Weise verständigt, dass er nach der nächsten Bundestagswahl sein Traumziel, nochmal hunderte von Milliarden in den sogenannten Klimaschutz zu investieren, dass er das erreichen wird, dass das Ganze Blödsinn ist und dass es zu nichts führt. Das wissen wir alle, aber anscheinend Habeck nicht. Ich würde nur sagen, die CDU wird den ganzen Wahnsinn mitmachen, wo die SPD jetzt noch etwas bremst. Und vor allen Dingen, das ist der allerschlimmste Punkt, wenn wir uns bis 2025 vielleicht nicht schon im Krieg befinden, weil die kriegstreibenden Grünen, die SPD, ich mag noch wirklich nicht die SPD, das ist für mich der absolute Albtraum, aber Scholz bremst, Gott sei Dank. Das ist der einzige Verdienst, dem ich ihm anrechne, dass er bisher die Kriegsrhetorik und auch das Krieg führen wollen, die Sache anheizen, dass er das bisher so einigermaßen versucht hat in seiner Partei, da ist es auch nicht ganz so extrem und vor allen Dingen bei den Grünen zu unterdrücken. Und wenn wir uns jetzt die CDU ansehen, sehen sich mal Kiesewetter und Co. an oder auch unsere Flak Zimmermann, wenn die mehr zu sagen haben, dann könnte es für Deutschland böse enden oder für die BRD ganz, ganz böse enden. Also die CDU ist eine Partei, die nicht will, dass der Krieg in der Ukraine aufhört. Definitiv nicht. Sie heizen das immer weiter an. Und solche Typen wie den Kiesewetter, die müsste man wirklich aus dem politischen Bereich entsorgen. Der Mann ist eine Riesengefahr für das eigene Land. Aber gut, das ist eben der Hauptänderungspunkt. Es wird genauso weitergehen wie bisher bei der Ampel, wenn CDU und die Grünen drankommen. Nur eben noch mit dem zusätzlichen Faktor, dass die Kriegsgefahr sich drastisch erhöht. Und da stelle ich mich wieder die Frage, was haben wir mit diesem Krieg zu tun? Rein gar nichts. Da sind keinerlei deutsche Interessen. Unsere Interessen sind einfach nur, billige Energieversorgung zu haben und günstigen Rohstoffeinkauf, dass unsere Wirtschaft wieder antritt. Ein Sinken der Gas- und der Strompreise, dass wir wieder wettbewerbsfähig werden. Und gleichzeitig das Herauskicken von Millionen von Pseudo-Flüchtlingen, die wir haben, die ja in Wirklichkeit nur Wirtschaftsflüchtlinge sind. Und das wird sich mit der CDU und den Grünen sowieso nicht niemals machen lassen. Der Kurs wird immer weitergehen. Das ist der absolute Kurs in den Untergang. Und ich gehe damit Alice Weidel konform, die sagt, ein politischer Wandel wird frühestens 2029 geschehen, wenn das Land so runtergewirtschaftet ist, dass die Leute, dass auch der letzte CDU-Wähler aufwacht. Denn ich verstehe es nicht, dass die CDU immer noch 30% der Wähler bekommt. Zumindest waren das früher meistens wertkonservative Leute, die die CDU gewählt haben. Entweder sind die jetzt schon alle alt und senil und begreifen nichts mehr, oder auch deren politische Haltung hat sich irgendwie geändert. Ich verstehe es nicht. Ich gebe ehrlich zu, ich habe auch vor vielen, vielen Jahren mal CDU gewählt und ich schäme mich heute dafür. Ganz, ganz schlimm, aber damals war die Partei noch nicht so, wie sie jetzt ist. Aber jeder, auch der intellektuell bescheidenste, müsste es bekommen haben, dass die Schwarzen jetzt die wirklichen Roten sind. Aber gut, ich will mich jetzt nicht weiter darüber echauffieren. Auf jeden Fall glauben Sie nicht, dass sich nach der nächsten Wahl irgendetwas ändert. Die Gespräche laufen jetzt schon. Und wenn sich bei den Prognosen nicht irgendetwas grandios ändert, dann wird es so weitergehen, nur noch viel, viel schlimmer. Und ob wir dann noch das Jahr 2029 schaffen, jedenfalls in einem Land, was noch zu den Industrienationen gehört und nicht dann schon lange auf einem Niveau eines Dritte Weltlandes verschwunden ist, das wage ich zu bezweifeln. Wenn die Typen dann nochmal 4 Jahre diese Politik machen, dann ist es in diesem Land vorbei. Und dann werden natürlich die Verteilungskämpfe beginnen, weil das Erwirtschaftete natürlich hinten und vorne nicht mehr ausreicht. Alles haut ja ab. Und warten Sie mal, das kann bis zum Krieg der Bewohner, ich will das Wort nicht sagen, dass sich alle gegenseitig auf die Rübe hauen, weil jeder ein Stück vom immer kleiner werdenden Kuchen haben will. Das wird sehr unerfreulich. Gut, bis zum nächsten Video.